Das ist quasi das Grundlegende Minecraft, erstmal sich von Monstern verstecken zu können, um halt auch möglichst in der Nacht effektiv arbeiten zu können. Ah, das ist cool, wenn das geht. So, ja, aber dann geht's noch weiter. Ach, sieh mal einer. Oh, die Spitzhacke ist schon kaputt. Noch mehr Kohle. Sogar ein bisschen Eisen ist da. Nicht schlecht. Oh Gott. Ja, kann man schon mal als durchaus gelungenen Start bezeichnen. Würde ich fast sagen. So. Dann hoffe ich auch mal, dass demnächst hier wieder Tag wird, damit ich an die Oberfläche kann. Weil. Oh, das ist ja auch nochmal Eisen. An der Oberfläche will ich nämlich gleich mal den Platz raussuchen, wo ich denn das Ganze bauen will, was ich bauen will. Oh Gott. Ach, da ist gar kein Eisen. Schön. Wir haben immerhin mindestens 4 Eisen. Das freut uns doch mal. Und dieses Lied passt absolut nicht in eine Höhle. Das ist ein schönes Lied, wenn man draußen steht. Und generell alles macht. Oh Gott, es ist ja immer noch Nacht. Und ich sehe halt auch irgendwie gar nichts. Aua. Lag. Hilk. Oh wow, ich bin mitten zwischen Bergen raus gekommen. Da kommt auch wieder schon der Jump'n'Run-Künstler zum Vorschein, der ich nicht bin. Wo sind Monster? Ich sehe, Alter, ich sehe echt gar nicht. Da oben ist ein Berg. Gehen wir noch mal auf den Berg rauf. Oh, ja, aua. Top. Ich habe so ein Déjà-vu gerade. Ich sehe halt echt gar nichts, ne? Und dass mir die Greenscreen-Ausleuchtung voll ins Gesicht scheint. Oh ja, ein Creeper. Ist jetzt der Sache nicht unbedingt dienlich. Wenn man auf einem stockdunklen Monitor was erkennen will. Okay, da vorne der Berg sieht aber irgendwie wesentlich geiler aus. Weil er mehr Platz hat. Ich glaube, da unten in dem Sandloch bin ich gespawnt. Das kann sein. Da vorne sind das Renderfe. Alter, ich sehe das gar nicht. Wo ist denn der Mond? Anscheinend ist es in die Richtung Westen, weil da der Mond untergeht. Bei der Gelegenheit könnten wir auch gleich mal das Eisen schon, also dieses Inventar-Interface schmelzen. Okay. Super. Ich habe 4 Feuersteine. Ich könnte mir schon Pfeile craften. Das mache ich. Ich habe zwar keinen Bogen, aber wir craften uns einfach mal Pfeile. Oh. Ach, so ist das. Das geht gar nicht. Warte, ich dachte, Pfeile sind doch schon seit der Alpha irgendwie dabei. Wieso kann man sich keine Pfeile craften? Was ist das denn? Ey. Ich bin baff. What? Es ist so herrlich logisch. Ja. Ich würde auch mal sagen, die Notration legen wir einfach mal hier an. Oh. Gut, das funktioniert auch nicht. Okay, langsam wird's Tag. Und nochmal falsch an. Ich würde sagen, nehmen wir hier oben auch noch die beiden Bäume mit. Das heißt, wir könnten uns auch eine Axt dafür craften. Finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn wir das machen würden. Okay, eine Workbench kann man mit einer Axt nicht abbauen. Es wird Tag. Oh Gott sei Dank.
Also nur normales Holz kann man damit auch schneller abbauen tatsächlich. Das ist interessant zu sehen tatsächlich. Okay. Gut. Wenn wir eh viele Setzlinge haben, würde ich mal vorschlagen. Scheiße. Ich habe noch zwei Herzen. Fuck. Ach, war kurz spannend. Oh nein. Ich sehe schon, ich brenne gleich. Boah, schön, dass Tag ist. Yay. Alter. Boah. Wow. Da wird einem schon mal anders. Gut. Erste Aktion, wir brauchen dringend mehr Essen. War das die Höhle, wo wir rein sind? Ich glaube fast. Nein, war es nicht. Aua. Oh Gott. Weg hier. Das Skelett will ich töten. Ah. Oh ne. Okay. Vergessen wir das mit der Höhle. Oh ja, hoppla. Suchen wir lieber Schweine. Ich glaube, das ist besser. So, ich glaube, dieses Sandloch ist da, wo wir tatsächlich gespawnt sind. Oh wow, ach, das ist ein kleiner See. Aber diese Berge sind so schön. Da will ich rauf. Ich glaube, da oben will ich wohnen. Tiere. Oh Gott, Tiere. Wahnsinn. Das war zweimal sehr, sehr, sehr knapp heute. Dort sind sogar Höhlen. Da muss ich auch erstmal wieder Fleisch braten. Aber. So. Okay, da ist ein Loch. Oh Gott, da geht's rein. Ist ja schön. Dann versuchen wir erstmal den Berg hier hochzukommen. Uns dann dort einen der Berge hier auszusuchen, auf welchem wir wohnen wollen. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo es irgendwie auch nur lang geht. Man sieht nämlich nicht sehr weit und nicht sehr gut gerade. Okay, da vorne ist eine Höhle. Oh Gott, die geht tief runter, glaube ich. Hier oben ist aber ein sehr schöner Bergrücken. Ich glaube, der Berg eignet sich sehr. Okay, das ist eine Wolke, die gerade im Durchziehen ist. Ich glaube, der Berg hier oben eignet sich sehr, sehr gut dafür, für das, was ich vorhabe. Ist das Meer oder rendert da einfach nur meine Welt nicht? Hey, ja, das ist der perfekte Berg. Gut, vielleicht auch nicht. Das kann man aber mit Terraformen theoretisch alles regeln. Okay, gut. Boah, diese Landschaft ist so Hammer. Diese Landschaft ist so hammermäßig. Boah. Ich finde das so richtig schön hier gerade. Die Frage ist jetzt wirklich nur, wie machen wir das? Ich kann jetzt hier stundenlang auf diesem Berg hin und her laufen, ohne Ergebnis. Nee, aber wir nehmen den Berg hier. Wir nehmen den Berg. Der ist cool. Muss man halt noch ein bisschen bearbeiten, dass er perfekt ist. Aber erstmal brauchen wir oben mehr Holz. So, wir haben auch nicht sehr viel Stein tatsächlich. Ist aber nicht so schlimm.
Dann als erstes müssen wir hier erstmal die Fläche etwas einebnen. Das gibt es auch schon so lange, wie es Minecraft gibt. Dass man sich seine Fläche anpasst. War schön. Ah, oh, das ist es. Ich finde das so umwerfend gerade. So. Ach, bauen wir auch erstmal eine Kiste. Und dann arbeiten wir oben mal daran, das Gelände etwas zu verbessern, sage ich mal. Wir haben auch tatsächlich Strings, was auch immer man hier machen kann, wenn man sich schon keine Pfeile craften kann, glaube ich auch nicht, dass man sich Bögen machen kann. Also von dem her bleibt das abzuwarten, was hier so möglich ist. Minecraft, sondern die schwarzen Ränder, da bitte ich übrigens zu entschuldigen. Aber das könnte ich eigentlich hier auch gleich mal beheben schnell. So, so sind die Schwände, Ränder übrigens im Original dann. So. So, jetzt haben wir keine Ränder mehr. Dafür ist jetzt hier außerhalb des Bildes. Also mein Bild geht noch ungefähr 5 cm weiter. Verpasst ihr nicht, Alter, diese Wolke. Please, wie lange geht denn die? Ich hoffe mal, die Wolken werden später mal auf eine andere Höhe gesetzt. Also werden sie eh, aber möglichst bald. Sonst könnte das dezent nervig werden, hier zu wohnen. Auf diesem Berg. Wenn die ganze Zeit Wolken durchziehen. Aber das gibt es in Minecraft immer noch das Problem, dass man tatsächlich, wenn man die Wolken nicht ausstellt, was ich meistens mache, dass die Wolken mitten durchs Bild gucken. Und wieso habe ich noch so wenig Leben? Ah, cool, jetzt bin ich sogar über den. Wie riesig ist die denn? Die Wolke ist mir definitiv zu riesig. Das ist ja furchtbar. Wahnsinn. Na gut, dann werde ich den Berg wahrscheinlich noch etwas tiefer legen. Damit ich hier nicht in den Wolken die ganze Zeit stehe. Okay, gut. So, das erste, was wir jetzt mal machen, sind zwei Steinschaufeln. Um den Berg etwas einzuebnen. Yo. Das Ding ist, wenn man innerhalb einer Wolke steht und da nur nahe Sachen im Blick hat, ist es total egal, ob man in der Wolke steht oder nicht. Lol, das ist ein Wasserfall. Nice. Alter, wie schnell die Sachen hier kaputt gehen. Hat jemand nachgeguckt, wie viel Erde ich am Anfang hatte? Das heißt, ich habe noch eine zweite Steinschaufel, dann können wir nachgucken, wie viel das Teil überhaupt aushält. Und das ist kaputt. Okay, gut. Wir haben jetzt genau ein Stack. Super. wie lang wird denn der Berg hier noch?